Willkommen, Karaman, zurück bei einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, und zwar ist es immer noch eine der Folgen, wo wir keinen Ton haben, beziehungsweise wir haben Ton. Ich habe ihn jetzt weggepackt, weil alle meine Tonspuren sind auf eine gelegt worden wegen eines Fehlers meinerseits, beziehungsweise ich habe den Treiber installiert, habe ich ja in dem letzten Video, in dem ganz kurzen letzten Video, habe ich das ja angekündigt gesagt. Und hier haben wir Ton, wir haben zumindest Ton an den Gesprächen. Ich werde das wieder zusammenschneiden. Und zwar so, dass wir zumindest die Gespräche hören, die wichtigen Gespräche, weil da halte ich ja normal so die Fresse. Und ansonsten, wenn da so mittendrin was passiert, so das Gekämpfe ist im Grunde immer das Gleiche. Und deswegen, ich glaube, die Gespräche und die Zwischensequenzen, die schneide ich so zusammen, damit ihr ja von einem Storyverlauf hattet, wenn was passiert ist irgendwie zwischendurch oder was anderes, was wir das entdeckt haben oder sowas, dann lasse ich das drin, dann erzähle ich darüber. Und ich fange dann gleich mit dem ersten Cut an. Ich glaube, es geht um PB diesmal sogar, die uns scheinbar sehr mag. Also viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Das ist echt scheiße. Also, mich kotzt das auch an, dass das OBS da so empfindlich reagiert. Naja, jetzt Film ab. Mach schon, denk nach. Denk nach. Ich brauche irgendwas. Mit wem reden Sie da? Ryder! Scheiße, Sie können sich doch nicht so anschleichen. Ich rede nur mit mir selbst. Sagen Sie nicht, Sie würden das nie tun. Gestresst, was? Ach, echt. Diese Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Ich mag's nicht, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Wo mein Zeug ist. Ah! Was tun Sie sonst dagegen? Ich hau ab. Ich verschwinde. Ich ziehe alleine los. Wenn's mir zu Hause so ging, habe ich mir eine Schwerelosigkeitskammer gesucht. Oder ein Floatingbecken. Irgendwas, um abzuschalten. Das bräuchte ich jetzt auch. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, in der Rettungskapsel lässt sich die Schwerkraft abschalten. Natürlich! Sam, du bist ein Genie! Das wird mich total verändern, Ryder. Sie werden schon sehen. Da drin ist Platz für zwei. Sie wollen mich dabei haben? Engt Sie das nicht ein? Finden wir es raus. Bin dabei. Und das war's dann. Augen zu. Entspannen. Einfach loslassen. Das ist großartig. Ryder? Ja. Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Und was? Wollen wir rummachen? Mir ist egal, ob Sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Ohne Bindungen. Lieber nicht, Bibi. Okay. Kein Problem. Hören Sie, Bibi. Hey, wissen Sie nicht, was kein Problem bedeutet? Wirklich. Sie müssen mir nichts erklären. Und danke für das hier. Ja. Wir werden gerufen. Ich stelle durch. Es gibt neue Entwicklungen hinsichtlich des Spions Vane Tariff. Kommen Sie ins Krallasong. Ihr Kontakt nennt sich Shayna. Shayna. Alles klar. Shayna Planet.
Das nenne ich mal ein Willkommen. Die Exzellenten haben dazugelernt. Nicht übel für ein paar Typen, die mit leeren Händen von der Station geschmissen wurden. Sie könnten Verbündete für uns sein. Im Kampf gegen die Cat bestimmt. Unser Lieferant wartet. Los jetzt, wir kommen noch zu spät. Will ich es überhaupt wissen? Nein. Was machen Sie mit diesen Leuten? Nichts, womit Sie nicht gerechnet haben. In Port gibt's zwei Regeln. Keine Schusswaffen und du musst deine Schutzgebühren bezahlen. Sind Sie etwa Gangster? Im Gegenteil. Die Verbanden sind in Kedera das Gesetz. Falls Sie damit ein Problem haben, können Sie sich diesen Arschlöchern anschließen. Pathfinder, es dürfte schwierig werden, den Spion zu finden, wenn man sie aus der Stadt verweist. Das ist wohl richtig. Was war das? Nichts. Ich gehe dann mal. Idiot. Pathfinder, sind Sie vielleicht an den Diensten des Kollektivs interessiert? Woher wissen Sie, wer ich bin? Das Kollektiv legt großen Wert darauf, über alle wichtigen Ereignisse und Personen in Helios Bescheid zu wissen. Das klingt eher nach Informationsmaklern als nach Piraten. Das eine schließt das andere nicht aus. Wer ist der Scharlatan? Es scheint niemanden zu geben, der mir darauf eine klare Antwort geben kann. Der Scharlatan ist unser Anführer und eine Privatperson. Selbst ich bin ihm noch nie persönlich begegnet. Sie nehmen Befehle von jemandem an, den Sie nicht kennen? Ich bin einigen seiner Vertreter begegnet. Leuten, die im Namen des Scharlatans sprechen und seinen Willen umsetzen. Aber wer auch immer der Scharlatan ist, ob Mann oder Frau, er versorgt uns. Mit Informationen, Unterstützung, Ressourcen. Und das genügt mir. Mir ist nicht ganz klar, was das Kollektiv eigentlich ist. Verständlich, denn wir haben viele Facetten. Stellen Sie sich uns als Dienstleister vor. Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden. Selbst wenn es darum geht, andere zu töten und zu bestehlen. Überleben ist ein schmutziges Geschäft, Pathfinder. Im Gegensatz zu den Verbanden sind wir jedoch nicht von Hass getrieben. Ich bin mir sicher, der Scharlatan wäre durchaus bereit, mit der Nexus zusammenzuarbeiten. Sofern sich die Initiative als vernünftig erweist. Mal angenommen, ich würde mich Ihrer kleinen Gang anschließen wollen. Wie würde ich das anstellen? Sie sind zwar deutlich berühmter als unsere üblichen Mitglieder, aber die Entscheidung, wer sich uns anschließen darf, liegt alleine beim Scharlatan. Wenn Sie Potenzial haben, wird unser Anführer an Sie herantreten. Üblicherweise geschieht das durch einen seiner Vertreter. Und dann? Für einige war es das schon. Andere müssen möglicherweise eine Prüfung bestehen. Es ist bei jedem Rekruten anders. Was genau geht zwischen dem Kollektiv und den Verbanden eigentlich vor? Offiziell überhaupt nichts. Und inoffiziell? Wir stecken unsere Grenzen ab, Pathfinder. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Danke für Ihre Zeit. Gerne, Pathfinder. Nichts zu danken. Hey! Leck mich! Wer trinkt, bezahlt auch! Ich sagte... Sie warten bestimmt auf jemanden. Kein Interesse. Shena. Aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären Angaranischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Vain Tereth wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbanden, verhaftet. Jeder weiß, was er Mos Eisley Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung und Sloane ist eine Frau des Volkes. Ich mag sie jetzt schon. Nun, sie mag sie aber nicht. Sie kennt mich doch gar nicht. Sie arbeiten für die Initiative.
Sloan war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird ihn in Vane nicht einfach überlassen. Ich nehme ihn mit, ob es ihr gefällt oder nicht. Ich muss sagen, sie gefallen mir. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloan. Ich rede mit dem Widerstand. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schief läuft? Hey, die Rechnung! Stimmt so. Dachte ich mir. Was kann ich Ihnen bringen? Und sagen Sie nicht, überraschen Sie mich. Waren Sie in der Milchstraße auch Barkeeperin? Ja. Macht Ihnen der Job Spaß? Nein. Warum machen Sie ihn dann? Ich bin ihn gewohnt. Verstehe. Wenn alles um einen herum fremd ist, ist es beruhigend, etwas Gewohntes zu machen. Wenn Sie meinen... Also, was gibt's Neues auf Kadara? Der Hafen steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Der Scharlatan und das Kollektiv haben es auf Sloans Thron abgesehen. Anfangs dachte ich, das wäre alles nur Gerede. Aber dann haben sie angefangen, sich in den Badlands gegenseitig umzubringen. Das scheint sie ziemlich kalt zu lassen. Wenn man an einem Ort lebt, der von Piraten regiert wird, ist Gewalt ziemlich relativ. Ich mache mir erst Sorgen, wenn die Schießereien meine Bar erreichen. Was halten Sie von Sloan? Mögen Sie sie? Sloan selbst ist ganz okay, aber ihre Schutzgebühren kotzen mich an. Sie verlangt Schutzgeld? Ja, und der Preis für unsere Sicherheit wird immer höher. Trotzdem kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Die Verbanden sind meine besten Kunden. Sie erwähnten den Scharlatan und das Kollektiv. Ja, was ist mit ihnen? Wer sind die? Wow, sie sind wirklich neu hier. Niemand weiß, wer der Scharlatan ist. Genau das ist ja der springende Punkt. Er, sie oder was auch immer leitet das Kollektiv. Diese Kerle sehen sich gerne als eine Art Spionagenetzwerk. Dabei sind sie einfach nur Schläger. Vielleicht ein bisschen cleverer als die Verbanden, aber kein Stück moralischer. Es war nett, mit ihnen zu plaudern. Das gehört nun mal zum Job. Nichts, danke. Na dann. Sam, erzähl mir etwas über Sloan Kelly. Bevor sie sich der Initiative als Leiterin der Nexus-Sicherheit anschloss, diente Miss Kelly in der Allianz. Ihre Akte aus dieser Zeit ist nahezu makellos. Nahezu? Sie war an mehreren Auseinandersetzungen mit anderen Offizieren beteiligt. Sie ist also ein Hitzkopf. Na toll. Modell? Gehen Sie weiter. Verstärkt hier und hier die Verteidigung. Die Cat werden nicht mehr lange so ruhig sein. Was ist? Netter Thron. Muss ich jetzt Ihren Ring küssen? Sehr witzig. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Vane Tariff. Klingelt da etwas? Was wollen Sie von ihm? Und keine Lügen. Ich brauche ihn, um auf ein Flaggschiff der Cat zu kommen. Sie scheinen die Cat nicht zu mögen. Ich tue Ihnen also einen Gefallen. Kadara ist ein Hafen der Angara. Sie wollen Vanes Tod und ich will, dass Sie glücklich sind. Es geht hier um weit mehr als Politik. Sie brauchen nicht Vane, sondern sein Wissen. Reden Sie mit ihm, bevor ich seinen Kopf aufspieße. Der Widerstand sollte über Vane richten, nicht Sie. Mir fehlt die Zeit für eine Moraldebatte. Gehen Sie. Euer Hoheit. Das hätte besser laufen können. Vielleicht hatte Mr. Vidal ja mehr Erfolg.
Pathfinder! Hier drüben! Und? Haben Sie sich nett unterhalten? Ja, ich glaube, sie mag mich. Keine Sorge. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Lassen Sie mich raten. Es gibt einen Haken, richtig? Keinen neuen. Vergessen Sie nicht, dass Ephra Vane leben will. Wenn Sie drin sind, geben Sie ihm das. Es wird sich durch alles fressen, worin Sloane ihn gefangen hält und kann nicht zu uns zurückverfolgt werden. Ein Agent des Widerstandes wird warten und Vane aufsammeln. Hoffentlich sind Vanes Informationen die Mühe wert. Das müssen Sie dann beurteilen, nicht ich. Um die Ecke ist ein Wartungsschacht. Ich schicke Ihnen den Zugangscode auf Ihr Universalwerkzeug. So kommen Sie rein. Der Rest sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein. Die Zusammenarbeit mit Ihnen war aufschlussreich. Nicht nur für Sie. Kommen Sie ins Tartarus, wenn Sie fertig sind. Die erste Runde geht auf mich. Versprochen. Das scheint der Wartungsschacht zu sein, den Reyes erwähnt hat. Okay, dann geben wir mal den Zugangscode ein. Sieht aus, als führt er zu einem Lagerraum. Sam, ist da oben jemand? Keine Wärmesignaturen geortet. Sie können den Raum betreten. Hey. Was wollen Sie? Das Schiff des Archons. Wo ist es? Eine neue Verhörtaktik? Fällt Sloane dir nichts Besseres ein? Vergessen Sie Sloane. Ephra schickt mich. Wenn Sie mir helfen, kann ich Sie zum Widerstand zurückbringen. Wo ich wieder in einer Zelle lande. Das passiert eben, wenn man sich mit den Bösen einlässt. Sie können auch hier bleiben. Sloane freut sich schon auf Ihren Kopf. Ich bin lieber erbärmlich als Karkin-Futter. Na dann, zurück zum Schiff des Archons. Wo ist es? Weiß ich nicht. Die Befehle kamen über einen Caps-Transponder. Sie könnten allerdings eine Frequenz nutzen, um den Archon zu finden. Haben Sie ihn? Nein, ich habe ihn außerhalb der Stadt vergraben. Er müsste noch dort sein. Das ist Ihr Weg hier raus. Ein Widerstandskontakt erwartet Sie. Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich die Moschei verraten habe? Klären Sie mich auf. Wir verlieren den Krieg gegen die Kett. Und dennoch bringt Ephra mein Volk in Gefahr, um eine nutzlose alte Frau zu beschützen. Also haben Sie etwas unternommen? Ich nahm ihm die Entscheidung ab. Der Archon wollte nur die Moschei. Ich dachte, wenn ich sie opfere... Ich wusste nicht, was die Kett meinem Volk angetan haben. Der Archon hat ihren Groll auf Ephra ausgenutzt. Wäre Ephra ein besserer Anführer? Wie auch immer. Jetzt trage ich die Konsequenzen. Pathfinder, Ihr Kommunikator ist außerhalb der Waffenstillstandszone vergraben. Ich empfehle Ihnen, ein Team dorthin mitzunehmen. Vetra, Drak, sind Sie zurück von... was auch immer Sie gemacht haben? Ja, unser vollkommen legales Geschäft ist ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Es hat eben Vorteile, einen Kroganer dabei zu haben. Sagen Sie Gil, er soll den Nomad-Start klar machen. Ich muss zu einem Ort außerhalb der Stadt. Er ist ein Angara. Sowohl im Gesicht als auch am Bauch finden sich mehrere Schnittwunden. Noch eine Leiche. Für diesen Scheiß zahlen die mir nicht genug. Es gab mehr als einen Mord? 7, wenn ich richtig gezählt habe. Aber das ist alles, was ich weiß. Vielleicht hat ja Mr. Vidal weitere Informationen im Pathfinder. Sloane Stark. Pathfinder. Ich fürchte, Sloane hat Sie auf die Liste derjenigen gesetzt, die von uns nicht rekrutiert werden. Aber wir können uns doch trotzdem unterhalten, oder? Ich würde gerne mehr über die Verbannten erfahren.
Ich werde Ihre Fragen so gut ich kann beantworten. Erzählen Sie mir von Sloan. Vor dem Aufstand war sie Leiterin der Nexus-Sicherheit. Sie gab ihre Stellung auf, um uns zu beschützen. Ohne sie wären wir jetzt tot. Kennen Sie sie persönlich? Natürlich. Sie legt größten Wert darauf, jeden einzelnen ihrer Leute zu kennen. Was deutlich mehr ist, als der Scharlatan von sich behaupten kann. Was bedeutet es, zu den Verbannten zu gehören? Den meisten Leuten gibt es ein Gefühl von Sicherheit. Etwas, das in Helios dringend gebraucht wird. Sie haben sich auf der Nexus nicht sicher gefühlt? Sie waren während des Aufstands nicht dort. Es war das reinste Chaos. Und diese Idioten an der Spitze haben alles nur noch schlimmer gemacht. Dank Sloan haben wir jetzt Strukturen, eine Familie. Sie sind unter Sloans Herrschaft also glücklich? Ich denke, das bin ich. Obwohl ich natürlich etwas anderes erwartet hatte, als ich mich in der Milchstraße verpflichtet habe. Aber ich kam nach Andromeda, um Teil von etwas Größerem zu sein. Und genau das bin ich bei den Verbannten. Kann sich jeder den Verbannten anschließen? Abgesehen von mir, natürlich. Jeder kann sein Interesse bekunden. Das letzte Wort bei der Aufnahme neuer Mitglieder hat aber Sloan. Ich nehme an, es gibt eine Art Auswahlverfahren? Alle Rekruten durchlaufen eine Reihe von Prüfungen, in denen ihre Ausdauer, ihre Loyalität und ihre Intelligenz auf die Probe gestellt werden. Das Verhältnis zwischen den Verbannten und dem Kollektiv scheint ziemlich angespannt zu sein. Sie sind ein Haufen scheinheiliger Emporkömmlinge, die ihre schmutzigen Methoden hinter ehrbaren Geschäften verbergen. Sehen Sie, genau das meinte ich mit angespannt. Sloan wird kurzen Prozess mit Ihnen machen. Warum hat sie das nicht bereits getan? Es steht mir nicht zu, ihre Methoden in Frage zu stellen. Kadera gehört uns und nichts wird daran etwas ändern. Das war vorerst alles. Man sieht sich, Pathfinder. Sie schon wieder. Was wollen Sie? Was werden Sie mit ihnen machen? Keine Sorge, Captain Gutmensch. Wir werden sie nicht töten. Zumindest nicht direkt. Was meinen Sie mit nicht direkt? Nur, dass ich keine Verantwortung dafür übernehmen kann, was in den Badlands geschieht. In den Badlands? Verdammt, Sie wissen wohl gar nichts. Die Badlands sind alles außerhalb von Port. Das ist Niemandsland. Darum zahlen die Leute auch ordentlich, um hier oben zu leben. Oder sie schlagen sich in den Slums durch. Da draußen herrscht Chaos. Wie auch immer, genug erklärt. Verpissen Sie sich.